Hallo zusammen. Heute möchte ich mich mal mit einem kleinen Aufruf an euch wenden. Nicht für mich, sondern für jemanden, den ich hier schon mal vorgestellt habe bei HeidenTV, und zwar den guten Tode Kemmerich. Und der Tode Kemmerich, das ist ein, ja, ich würde mal sagen, ein ganz spezieller Erdkrieger, weil der sich einsetzt. Und zwar nicht für irgendwelches Baumsterben sonst wo oder irgendwelche Wale vor irgendwelchen Küsten, sondern es geht ganz konkret hier um deutsche Wälder, allen voran den Hambacher Forst, und es geht vor allem um den Kohleabbau. Und der Todde da, ja, der setzt sich da schon sehr lange für ein, seit Monaten. Das Ganze verschlingt natürlich auch Geld. Der hat so seinen ganzen Standard, die Kosten, die er täglich hat, schon sehr runtergefahren. Eine ganze Weile im LKW gelebt. Ja, aber so langsam sind also die finanziellen Ressourcen erschöpft. Auf der anderen Seite, was er macht, das ist natürlich nicht wenig. Der tut über die öffentlichen Medien, Plattformen, Internet, tut er also immer wieder informieren, ist immer vorne an der Spitze mit dabei, wenn es darum geht, Leute zu unterstützen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir im Februar eine Reportage mit dem Titel "Ist der Hambacher Wald noch zu retten?" gedreht. Und es war Todde, der mir den Zugang ins Aktivistencamp ermöglicht, sowie ein Exklusivinterview mit einer der dortigen Umweltschützerinnen ermöglicht hat. Als der Braunkohleterrorist ist er beständig im Namen von Mutter Erde unterwegs, ist vor Ort bei diversen Aktionen des RWE-Konzerns und dabei stets um eine seriöse Berichterstattung bemüht, die uns die öffentlichen Medien meist vorenthalten. Er ist immer wieder an Umweltaktionen beteiligt und organisiert mit Freunden Informationswanderungen im Hambacher Forst, um diesen zu retten. Außerdem ist ein Film über seine Aktivistenarbeit in der Mache, wo ihr unten im Text einen Link zu einem Trailer finden könnt. Ihr könnt euch denken, dass so eine Arbeit viel Zeit, Energie und Geld in Anspruch nimmt. Und da, wo sich die Konzernbosse die Taschen voll machen, stellen Menschen wie Todde sich hin und tun ihre Arbeit mit Herzblut. Und deswegen, er hat nicht mal mehr ein eigenes Konto, der gute Mann mittlerweile. Deswegen gebe ich jetzt hier die Kontonummer an von einem Freund von ihm, wo aber auch sicher ist, dass das Geld, wenn ihr was spenden möchtet, bei ihm dann auch auf dem Konto landet. Und ja, wäre wirklich toll, wenn ihr ein bisschen unterstützen würde, damit der gute Mann auch weiterhin seine Arbeit tun kann und mit vollem Einsatz und Eifer für uns weiter berichten kann an vorderster Front und sich wirklich einsetzen kann für das, was ihm sein Herz vorgibt. Fände ich großartig, wenn ihr ihn unterstützen würdet. Danke. Ciao. My children, their freedom, my goal. I'll be fighting, fighting, fighting.